Herzlich willkommen zum heutigen TIFF Meetup Spezial. Mein Name ist Jana Kugut und ich leite den Tagesspiegel Background, Verkehr und Smart Mobility. Ich freue mich, Sie heute begrüßen zu dürfen zu einer spannenden Diskussion mit zwei Gästen, Bundesumweltministerin Svenja Schulze und Dr. Dirk Steenkamp vom TÜV-Verband. Und in der kommenden Stunde wollen wir gerne diskutieren über die Themen Corona, Corona-Krise, Klimakrise, wie beeinflussen sie sich gegenseitig, über die Technologien zur Bewältigung dieser Krisen und wir wollen einen Blick darauf werfen, wie die Gesellschaft diese Transformation meistern kann, wie Politik diese Transformation meistern kann und wie Wirtschaft sie meistern kann. Natürlich hätten wir Sie noch am liebsten vor Ort begrüßt, aber ich glaube, wir haben die beste Alternative gefunden unter diesen Bedingungen und freuen uns, dass wir dann trotzdem diskutieren können und weiter in Kontakt bleiben. Und wir hoffen, Sie dann in den Feierabend schicken zu können mit interessanten Anregungen und Gedanken an diesen Tag. Vermutlich sind unseren Zuschauerinnen und Zuschauern die Gäste schon hinlänglich bekannt. Trotzdem möchte ich Sie noch mal kurz vorstellen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze ist nun seit, ich glaube, nunmehr ziemlich genau 3 Jahren im Amt. Mhm. Und zuvor war sie 7 Jahre lang Wissenschaftsministerin in Nordrhein-Westfalen. Die SPD-Politikerin wurde sozialisiert oder politisiert durch Schule und Sport, nämlich weil sie fand, dass sie in einem Mädchengymnasium eigentlich so unmögliche Sportkleidung tragen musste. Heute kümmert sie sich um die ganz großen Themen, nämlich die Klimakrise und was es braucht, um diese zu bewältigen. Und dann haben wir zu Gast Dr. Dirk Steenkamp, Präsident des Verband der TÜV und aus dem CEO des TÜV Nord. Seinen Doktortitel hat er in Physik erworben und seit 2014 hält er auch regelmäßig Vorträge an der Shanghai Maritime University in China. Seit Anfang des Jahres ist Dirk Steenkamp außerdem Mitglied im Präsidium des BDI und Beirat und Vorstandsmitglied in vielen weiteren Verbänden und Institutionen. Die Liste war so lang, da kam ich gar nicht mit. So, geografisch kommen beide eigentlich aus einer ziemlich ähnlichen Ecke, NRW, Münsterland. Bocholt und Sie treten an in Münster im Wahlkreis in dieser Bundestagswahl. Ja, und ob Sie in Ihren Positionen zum Thema Klimaschutz und den Technologien dazu auch so nah beieinander liegen wie die geografische Herkunft, das wollen wir in den nächsten 60 Minuten mal ausprobieren und erfragen. Und dabei, wie angekündigt, in 3 Themenblöcken, nämlich erstmal so den Blick ein wenig zurück auf Corona und Klimakrise, dann die Technologien und dann die Transformation. Ja, die Corona-Krise hat uns geholfen, das Klimaschutzziel 2020 eigentlich zu übertreffen. Eine Studie aus Großbritannien stellte fest, dass im Vergleich zu 2019 die Emissionen um 7% gesunken sind im vergangenen Jahr. Aber ob sich das so fortsetzen wird, das weiß man eigentlich noch nicht. Weil viele befürchten, dass es zu Nachholeffekten kommt. Vielleicht wollen alle auf einmal ganz viel reisen, alles nachholen, was sie in der letzten Zeit verpasst haben. Und eine kürzlich publizierte Studie aus Kanada stellte sogar fest, dass es wahrscheinlich kaum einen oder einen nicht nachweisbaren Effekt aufs Klima geben könnte. Frau Schulze, deswegen die erste Frage an Sie. Ist die Sorge berechtigt, dass die Corona-Krise die Klimakrise überlagert? Nee, ich sehe das nicht so, dass das überlagert hat, weil anders als in der Bankenkrise war es diesmal so, dass der Klimaschutz weiter eine Rolle spielte. Wir hatten vorher eine sehr starke Jugendbewegung, das ist überall Thema gewesen und wir haben Ende 19 noch ein großes Maßnahmenpaket als Bundesregierung auf den Weg gebracht für den Klimaschutz und im Konjunkturpaket war dann Klimaschutz trotzdem weiter Thema. Über 50 Milliarden im Konjunkturpaket zahlen auch wieder auf Klimaschutz ein, sodass wir, glaube ich, in dieser Krise gemerkt haben, wir sind vor solchen Krisen nicht gefeit. Also wenn wir die Natur weiter zurückdrängen, wenn wir weiter versuchen, mit dem Klima zu verhandeln, dann wird das nichts. Wir müssen jetzt wirklich auch agieren. Und in Deutschland, finde ich, haben wir sehr gut gezeigt, wie das gehen kann. Und in Europa ja auch. European Green Deal, Green Recovery. Also auch dort ist das Konjunkturprogramm eins, was Rücksicht nimmt auf den Klimaschutz. Insofern ist das anders als in anderen Krisen, jedenfalls in meiner Wahrnehmung. Mhm. Herr Steenkamp, was finden Sie, was sind die Parallelen zwischen den beiden großen Krisen, in denen wir aktuell sind? Also ich denke, die Parallelen sind natürlich, dass viele Unternehmen erstmal sehr stark betroffen sind und betroffen waren, sowohl von der Bankenkrise wie jetzt natürlich auch von Corona.
aber auf das Thema eigentlich Nachhaltigkeit reflektiert, denke ich mir, dass ja viele Unternehmen gelernt haben, dass ihre etablierten Lieferketten auf einmal nicht mehr funktionieren. Ja. Und ich merke das an unserem eigenen Kundenverhalten, dass viele Kunden jetzt beginnen, eigentlich ihre Lieferketten komplett neu zu überdenken, auch nochmal komplett neu eigentlich aufzusetzen. Und ich sehe schon ein großes Bestreben auch vieler Unternehmen, dieses unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu machen. Wir haben dann so Stichworte wie Globalisierung, aber nicht mehr nur alles jetzt brutal auf Globalisierung ausgerichtet, sondern eher eine gestaffelte Wertschöpfungskette aufzubauen, auch wieder deutlich mehr lokal, wo ich einfach weniger transportieren muss und vielleicht auch meine, ich nenne es jetzt mal menschenrechtsbezogenen Aspekte, natürlich viel besser kontrollieren kann, wenn quasi Vorprodukte aus einer näheren Umgebung kommen. Und ich denke, da hat man schon einen guten Trigger, auch das Thema der Nachhaltigkeit jetzt hier nochmal mit einem neuen Schwung und Impuls eigentlich einzubringen in die Diskussion. Ja, Sie haben beide schon erwähnt, in den Konjunkturpaketen, wird das Klima mitgedacht. Und es hat ja auch gezeigt, dass gemeinsames Handeln möglich ist in dieser Krise. Auf der anderen Seite, Fridays for Future kritisiert, dass man, wenn Corona sehr radikal vorgegangen ist, radikale Maßnahmen ergriffen hat, beim Klima ist es so, so radikal nicht zu beobachten. Frau Schulze, woran liegt das? Es gibt einen ganz gravierenden Unterschied zwischen Corona und dem Klima. In Corona mussten wir sehr schnell wirklich alles runterfahren. Aber wir wollen ja nicht dauerhaft so leben. Wir wollen nicht dauerhaft im Lockdown sein, sondern das ist eine kurze Phase, eine immer noch sehr lange. Ich finde sie auch als sehr belastend, geht uns, glaube ich, allen so. Aber das ist kein Dauerzustand. Für den Klimaschutz müssen wir aber dauerhaft alles verändern. Die Gewerkschaften nennen das zu Recht Transformation, weil wir werden die Industrie verändern, wir müssen CO2-frei produzieren. Die Art und Weise, wie wir mobil sind, wird sich verändern. Der Verbrennungsmotor ist ein Auslaufmodell. Wir setzen auf Elektromobilität, auf neue Formen digital unterstützter Mobilität. Wir müssen die Gebäude anders, die Wärme anders organisieren. Wärmenetze spielen kommunal eine ganz große Rolle. Landwirtschaft verändert sich. Und das sind so viele Facetten, das geht nicht so, sondern da braucht man etwas Zeit für. Und wir haben auch schon angefangen. Also wir haben ja den CO2-Fußabdruck Deutschlands schon deutlich reduziert. Was jetzt passieren muss, ist, wir müssen noch schneller werden, um wirklich dann Mitte des Jahrhunderts klimaneutral zu sein. Also nicht mehr zu emittieren, als wir auch wirklich wieder binden können. Und die Geschwindigkeit, das ist das, was mir so Sorgen macht, dass wir schneller werden müssen. Und alle wissen, das, was wir jetzt einsparen müssen, das ist viel schwieriger. Die ganz einfachen Sachen, die sind schon erledigt, ja. Das, was jetzt passieren muss, ist viel grundlegender als das, was wir bisher erlebt haben. Herr Steenkamp, Transformation und Geschwindigkeit, wo liegen denn die Prioritäten der Wirtschaft? Sehen Sie da auch die Zeichen für die Transformation? Also ich denke mir, Corona war auf jeden Fall ein Booster erstmal für die Digitalisierung, weil durch Corona mussten wir sehr, sehr schnell uns teilweise komplett umstellen in der Art und Weise, wir konnten uns nicht mehr treffen, wir konnten nicht mehr reisen, wir mussten digitale Werkzeuge und Methoden in Firmen einführen, das musste sehr, sehr schnell passieren und ich glaube, Corona hat uns schon nochmal gelehrt, wie man eigentlich eine schnelle Transformation hinbekommen kann, wo man vielleicht früher eine Projektion von 1 oder 2 Jahren hatte, um zum Beispiel Videoconferencing in einem international agierenden Unternehmen einzuführen, war das jetzt auch mal möglich innerhalb weniger Wochen. Und man kann solche Muster natürlich auch versuchen zu übertragen auf Nachhaltigkeitsaspekte. Und ich merke auch schon bei den Unternehmern, ja, es gibt natürlich eine massive Betroffenheit zu Corona, auch zu wirtschaftlichem Impact. Aber viele haben begonnen, nochmal ihr eigenes Leben auch als Unternehmer zu reflektieren vor dem Hintergrund Corona und werden jetzt schon nochmal angetrieben, eigentlich durch so ein, ich sag mal, Mittel- bis Fernziel deutlich mehr eigentlich für das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu tun. So zumindest meine Wahrnehmung in Unternehmerkreisen.
Ja, ohne die wird es ja auch nicht gehen. Also ja, wir werden absolut. Es nicht schaffen, die gesamte Gesellschaft CO2-frei zu machen, wenn nicht die Unternehmerinnen und Unternehmer mitziehen. Vorneweg marschieren und wir auch die richtigen Rahmenbedingungen dafür stellen. Also ich sehe das im Moment in der Stahlindustrie. Wir wollen, dass in Deutschland Stahl produziert wird, dass er nachhaltig produziert wird. Auf dem Weltmarkt wird das aber nicht möglich sein bei der Konkurrenz, wenn wir jetzt nicht helfen. Und das ist so, also die richtigen Rahmenbedingungen zu schnell, das schnell zu tun, als Staat auch, Olaf Scholz sagt immer, mit Zukunftsmissionen darauf zu reagieren, also das gesamte Handeln jetzt darauf auszurichten, das ist, glaube ich, die Herausforderung der Stunde und das ist das, was wir als Gesellschaft hinkriegen müssen. Ja, welche Technologien wir da brauchen und wie der Rahmen aussehen muss, da gucken wir gleich noch drauf. Einmal die Frage vorab noch an Sie, Frau Schulze, wo stehen wir denn gerade beim Klimaschutz in Deutschland? Wenn Sie das mal so verankern sollten auf einem Weg, an welcher Stelle sind wir da? Naja, im internationalen Vergleich sind wir sehr weit vorne, aber es reicht alles nicht. Wir sind noch nicht schnell genug, weil wir sehen, dass bei den Klimaveränderungen es Kipppunkte gibt. Kipppunkte, die die Erderhitzung weiter beschleunigen. Wenn die Permafrostböden auftauen, dann hat das dramatische Folgen. Wenn am Himalaya das Eis schmilzt, dann hat das dramatische Folgen für riesige Landstriche. Und deswegen müssen wir schneller werden. Also wir müssen schneller CO2 reduzieren. Und das müssen vor allen Dingen wir zeigen als Hochtechnologieland. Weil wenn wir das nicht hinkriegen, wer soll denn das dann schaffen? Also wir müssen zeigen, wie das geht. Wir müssen auch deutlich machen, dass unser Wohlstand, unser Lebensniveau CO2-frei gehalten werden kann. Und das ist eine ganz schöne Herausforderung. Sie haben es angesprochen, um den Klimaschutz voranzubringen, müssen wir uns nachhaltig umstellen. Wir müssen die Stromerzeugung umstellen. Wir müssen umstellen, wie wir uns von A nach B bewegen. Die Landwirtschaft müssen wir umstellen. All diese Veränderungen sind erforderlich, aber auf der anderen Seite gibt es eben auch die Angst, dass gerade so digitale Tools und das, was jetzt zum Einsatz kommt, zu Rebound-Effekten führt. Das heißt, an der einen Seite wird was eingespart, an der anderen Seite werden dann mehr Energien verbraucht. Das heißt, so Ressourcenverbrauch und das, was wir brauchen, lässt sich eben nicht so richtig voneinander entkoppeln, wie wir uns das wünschen. Jahrelang galt Deutschland als Vorreiter bei grünen Technologien. Herr Steenkamp, können wir denn wieder Weltmarktführer werden in dem Bereich? Ja, also ich glaube, dass wir vielfach sogar noch Weltmeister sind. Also ich bin nicht so ein großer Fan dieser Abgesänge. Das hatten wir ja schon mal bei der Industrie 4.0. Deutschland hat den Anschluss verloren. 2 Jahre später habe ich eine Hannover-Messe erlebt, wo Deutschland eigentlich dann wieder Weltmeister bei der digitalen Industrieautomatisierung war. Ich denke, wir haben natürlich sehr, sehr viel Know-how in Deutschland, gerade auch was grüne Technologien angeht. Ich selber habe ja früher mal selber als Physiker geforscht. Wir haben eine top entwickelte, ich sage jetzt mal, Bildungs- und Forschungsinfrastruktur. Wir haben Max Planck, wir haben Fraunhofer, wo man uns vielfach in der Welt rum beneidet, die wirklich herausragende Projekte machen. Es fehlt einfach vielfach noch so ein bisschen auch an der Umsetzungsgeschwindigkeit, glaube ich, für grüne Technologien. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Flagship-Projekte. Mhm. Das wäre natürlich auch wieder ein Thema für die Politik. Wie fördere ich eigentlich? Und Frau Schulze, Sie waren ja selber in verantwortlicher Position, was das Thema Wissenschaft angeht. Und ich glaube schon, dass wir vielfach entlang der gesamten Wertschöpfungskette eigentlich aktiv werden können. Ich sage jetzt mal Themen wie Photovoltaik, Wind, das Thema, wie transportiere ich Strom, wie wandle ich Strom dann wieder in andere Energieformen um. Das Thema Wasserstoff werden wir mit Sicherheit noch aufnehmen und dann Umwandlung wieder in andere Technologien, Methanisierung, der gesamte Kreislauf, die Kreislaufwirtschaft. Ich glaube, dass wir hier schon in Deutschland in Summe einfach durch unser Ingenieurtum und durch unsere Wissenschaftler in Naturwissenschaften hier eine herausragende Basis haben. Und die gilt es jetzt einfach gezielt weiter auszubauen. Das heißt, Forschung und Entwicklung, da sind wir gut. Aber um es vom Labor dann wirklich in die Anwendung zu bekommen, da ist noch Luft nach oben. Ja, sozusagen. Aber ich sehe natürlich auch viele interessante Projekte. Ich meine, die Bundesregierung investiert ja jetzt massiv an Förderung in den Bereich Wasserstoff. Ich denke, da kommen wir ja noch dazu. Ja, und ich habe da nur persönlich immer ein paar Bedenken, weil
vielfach ist es auch teilweise mehr Hype, wenn man mal genau dann in so Projekte reinguckt. Jeder versucht natürlich auf den Zug jetzt aufzuspringen. Und das ist gar nicht so einfach, auch für Unternehmen zu selektieren, wo gehe ich jetzt wirklich drauf. Ja, weil ich habe teilweise heute ein Überangebot an Projekten, an Initiativen, an Vereinen, die sich gründen, um so ein Thema wie Wasserstoff zu treiben. Also ich selber, ich habe ein Team, die haben schon eine ganze Landkarte aufgebaut, allein nur für Deutschland, welche Wasserstoffprojekte es wo gibt, wo machen wir mit. Ich muss jeden Tag Entscheidungen treffen, engagiere ich mich da oder setze ich meinen Fokus halt auf andere Bereiche. Mhm. Also ist kein einfaches Thema. Wasserstoff, was sind noch weitere Technologien, die Sie vielversprechend als vielversprechend ansehen? Ich würde gerne noch einen Schritt vorher machen, weil das ist eine ganz spannende technologische Frage. Ich glaube, da können wir uns auch gleich sehr lange drüber unterhalten. Was man aber nicht vergessen darf, ist, es ist nicht nur eine technologische Frage, es ist auch eine soziale. Wenn wir den Klimaschutz nicht so machen, dass es ein sozialer Klimaschutz ist, dass er wirklich Leute mitnimmt, wenn es ein reines Elitenprojekt für einen kleinen Anteil von Leuten ist, dann wird es nicht erfolgreich sein. Und deswegen müssen wir bei allen Technologien, bei allen Maßnahmen, die wir ergreifen, immer aufpassen, dass sie wirklich auch Mehrheiten sozusagen mitnehmen. Weil wir am Ende müssen wir alle CO2-neutral leben. Ja, das ist nicht nur ein Projekt für wenige. Und ich will mal ein Beispiel CO2-Preis. Ich habe mich sehr dafür eingesetzt, dass der CO2-Preis langsam ansteigt, den wir jetzt in Deutschland einführen. Also wir haben jetzt schon den für die energieintensive Industrie, aber jetzt kommt ja auch für die Wärme und den Verkehr einer hinzu. Ich habe immer gesagt, das muss langsam sein, weil wir wollen, dass die Leute umsteigen. Und wenn es nichts zum Umsteigen gibt, also wenn wir den öffentlichen Personennahverkehr nicht ausgebaut kriegen, wenn Elektroautos noch nicht in der Menge verfügbar sind, dann erzeugen wir nur Frust und keine Verhaltensveränderung. Und sowas mitzudenken, darüber zu reden, dass wir, wenn der CO2-Preis weiter steigt, wir sowas wie eine Klimaprämie für die mit kleinen, mit mittleren Einkommen brauchen, weil sie sonst das alles nicht leisten können, ja. Diese Debatte ist ungemein wichtig. Wir neigen in Deutschland dazu, sehr schnell in die technische Debatte zu gehen. Das ist wichtig. Aber das ist eine soziale und eine ökologische Transformation. Wir müssen beides miteinander verzahnen und miteinander denken. Und ja, Wasserstoff ist eine ganz entscheidende Technologie. Ich empfinde das auch so, dass mir das fast zu sehr Heilsbringer ist. Das ist nicht die alleinige Technologie, sondern wir müssen auch effizienter werden. Wir müssen die Digitalisierung effizienter machen. Wir glauben jetzt, wenn wir alles digitalisieren, ist gut, aber das kostet auch Energie. Wir müssen Rechenzentren klimaneutral machen. Wir müssen das, was wir an Digitalisierung jetzt erleben, auch das nachhaltig machen. Heute wird viel zu viel darüber nachgedacht, was können wir als nächstes Tolles machen bei der Digitalisierung, aber nicht, wie machen wir das möglichst effizient, wie kriegen wir das so hin, dass wir nicht zu viel Energie verbrauchen, wie können wir Dinge so programmieren, dass sie möglichst wenig Energie verbrauchen, solange bis wir unendlich viel Energie durch Erneuerbare zur Verfügung haben. Den Weg müssen wir jetzt aber gehen und das Zusammendenken, das Soziale, das Ökologische und die Technologien voranzubringen, die wir dafür brauchen, das ist die Herausforderung, die wir jetzt gerade haben. Und der Wasserstoff und Digitalisierung sind, finde ich, so die beiden großen Blöcke, die wir gerade diskutieren. Aber vielleicht nur noch mal darauf komplementär geantwortet. Klar, wir als TÜV, da steckt das T und das Technik und Technologie natürlich schon in unserem Brand, in unserem Namen drin. Wir treten ja so ein bisschen dafür ein, eigentlich Vertrauen zu schaffen über Sicherheit in Technologie. Und das sehe ich durchaus als komplementär an zu ihrem sozialen Aspekt. Also neue Technologien müssen sozusagen leistbar sein, auch finanziell für die Menschen. Man muss natürlich gucken, dass dann Dinge nicht wieder auf Mieten umgelegt werden oder zumindest nicht zu drastisch. Das sind ja genau die Aspekte, die Sie gerade nannten. Und unsere Aufgabe und unser Auftrag als TÜV, den sehen wir natürlich auch darin, neue Technologien eigentlich volumenfähig zu machen, dass sie eine Massenakzeptanz finden, insbesondere natürlich auch über Sicherheit und über Vertrauen in die Sicherheit. Und da haben wir natürlich mit Wasserstoff auch immer noch Vorbehalte in der Bevölkerung. Und darum versuchen wir natürlich auch viel Aufklärungsarbeit zu machen, dass wir eben keine Knallgasreaktion erleben, nicht wie das Stabgas wie in der Schulphysik, genau.
Ja, und für uns ist Wasserstoff beispielsweise ein Thema, was wir seit Jahrzehnten aktiv betreuen. Mhm. Sie nennen schon das Thema Stadtgas im Ruhrgebiet. Gibt es noch die Stadtgasnetze, die wir jetzt gerade wieder untersuchen auf Reaktivierbarkeit? Es entstehen Gutachten durch die TÜV-Unternehmen, na, ob man quasi alte Stadtgasnetze nicht wieder für den Wasserstofftransport sozusagen reaktivieren kann. Mhm. Also viele Aspekte. Ja, ich merke schon, Wasserstoff ist ein sehr wichtiges Thema, aber vorher würde ich gerne noch einmal bei der Digitalisierung bleiben, die ja, wie wir schon mehrfach jetzt festgestellt haben, gerade einen unheimlichen Schub erlebt hat durch Corona. Auf der anderen Seite haben Sie auch schon angesprochen, Frau Schulze, irgendwie auch als Brandbeschleuniger für die ökologischen Probleme gilt, weil eben der Stromverbrauch steigt. Wie kann man es denn schaffen, dass Digitalisierung umweltgerecht wird? Wie kann man dafür sorgen, dass sie nachhaltig wird, Herr Steenkamp? Haben Sie Ideen? Ja, also ich habe nicht nur Ideen, ich habe ja auch versucht, immer konkrete Vorschläge zu haben. Da hilft mir so ein bisschen jetzt mein Background. Ich habe etwa 20 Jahre in der Halbleiterindustrie gearbeitet, also dort, wo man über neues Chipdesign und die Fertigung neuer Halbleitergenerationen, Mikroprozessoren, Speicherbausteine nachdenkt. Und ich nenne einfach mal das Thema Low Power oder Low Energy Consumption in dem Bereich. Und wir haben tolle Firmen in Deutschland und in Europa. Ich nenne immer ungern konkrete Namen, aber wir haben eine Infineon, wir haben eine NXP, wir haben jetzt Global Foundries in Dresden, wir haben Bosch mit dem ganz neuen Halbleiterwerk in Dresden. Und das sind Firmen, die gehören vielleicht noch intensiver gefördert, vielleicht nicht nur auf deutschem Rahmen, sondern auch auf europäischem Rahmen, weil sie machen? Ich glaube, die haben die Fähigkeit, wirklich das Thema Low Power Devices noch weiter zu entwickeln, weil Rechenzentren haben einen sehr, sehr großen CO2-Footprint, weil sie einfach enorm viel elektrische Energie umwandeln noch in Wärme. Mhm. Ja. Und ich muss den Großteil der Leistung aufbringen, um Rechenzentren zu kühlen. Ja, und da könnten natürlich neue Generationen von Low Power Consumption Devices einen deutlichen Vorteil bringen und damit auch den Gesamtfootprint von Digitalisierung nochmal deutlich reduzieren. Natürlich bringt die Digitalisierung auch Sekundäreffekte. Wir sehen es ja teilweise an unserem eigenen Einkaufsverhalten, dass wir jetzt deutlich mehr zum Beispiel über den digitalen Onlinehandel bestellen. Das hat dann als Sekundäreffekt wieder, dass wir Transportwege haben, weil Kartons, Kisten werden antransportiert, werden vielfach wieder zurückgeschickt, weil das E-Shopping das relativ einfach macht. Und ich habe dann einfach Sekundäreffekte, die muss ich auch mit ins Kalkül ziehen. Und ich habe natürlich in der Mikroelektronik durchaus einen nennenswerten Verbrauch an sehr kostbaren Rohstoffen. Ja, ich habe eben Gold, Silber, Kupfer für die Metallisierung. Ich habe Gallium. Und wenn ich es dann mal auf E-Mobilität übertrage, auch noch die seltenen Erden. Und das sind natürlich alles Themen, die man unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten sehr genau anschauen muss. Und deswegen müssen wir doch viel stärker Dinge auch im Kreislauf führen, viel stärker darauf achten, wie wir mit den Rohstoffen umgehen. Wir haben jetzt gerade auf der europäischen Ebene haben wir als Deutsche eingebracht in unserer Ratspräsidentschaft eine digitale Umweltagenda. Das ist das erste Mal überhaupt im Umweltbereich über Digitalisierung diskutiert worden. Das haben wir hier in Deutschland auch gemacht. Ich habe eine Nachhaltigkeitsagenda da vorgelegt und über 70 Projekte sehr schnell identifiziert. Ja, von der Frage Reparierbarkeit von Produkten. Also warum muss eigentlich jedes Handy den Akku, wenn er kaputt ist, warum muss man einfach das Handy wegtun? Warum kann es nicht weitergehen für die, denen es reicht, damit zu telefonieren? Oder überhaupt Updates zu haben für Rechner, für Anwendungen, da eine Sicherheit zu haben, wie lange kann ich sowas updaten? Reparierbarkeit an sich überhaupt sicherzustellen für ganz viele Dinge. Dann die Frage WLAN. Also wenn wir 5G hätten, wenn man mit 5G runterlädt, ist es deutlich energieeffizienter. Ja? Also wir brauchen 5G an jeder Milchkanne und wir müssen davon überzeugen, dass das die richtige Technologie ist. Und so müssen wir einen ganzen Strauß aufmachen, wie wir mehr Effizienz da reinkriegen. Heute, wenn man auf dem Handy einen Film streamt,
dann wird der in HD-Qualität rübergeschickt, obwohl ich den auf dem Handy gar nicht in HD gucken kann. Das gibt das Gerät gar nicht her. Da einfach stärker darauf achten, was frisst es an Energie und wie schaffen wir es, den ganzen Bereich sozusagen nachhaltiger zu machen. Es ist ja gar nicht so kompliziert. Ja? Das ist die Technik, dafür kennen wir heute schon. Die Frage ist, wie kriegen wir es umgesetzt? Wie kriegen wir Regulation auf der europäischen Ebene so hin, dass sie nicht Innovationen abwürgt, sondern wirklich dazu beiträgt, dass es nach vorne geht, dass es mit weniger Energienutzung der Komfort bleibt und die Rohstoffe stärker im Kreislauf geführt werden. Und da merkt man, das muss europäisch sein, weil wenn ich mit großen Handyherstellern diskutiere, dass ihre Geräte reparierbar werden, das finden die amüsant, wenn man sich den deutschen Markt anguckt, aber die werden da nichts ändern, wenn wir das europäisch tun. Dann haben wir natürlich richtig Einkaufsmacht auch dahinter. Und das führt viel, viel weiter. Deswegen sind sowas wie die Ökodesign-Richtlinie, klingt jetzt gar nicht so relevant, aber da ist unheimlich viel Musik drin, weil es vorschreibt, wie Geräte auszusehen haben, die auf dem europäischen Markt erlaubt sind. Und solche Dinge voranzubringen, das haben wir in dem halben Jahr Ratspräsidentschaft, haben wir da wirklich einen Stein ins Wasser geworfen, und das muss aber weitergehen. Ja. Mit der umweltpolitischen Digitalagenda haben Sie auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung für Algorithmen ins Spiel gebracht. Ja. Da gab es aus der Industrie allerdings Kritik, weil Sie gesagt haben, das führt wieder zu mehr Belastung, man muss mehr nachweisen. Wie können Sie solche Konflikte lösen? Tja, wenn wir Mitte des Jahrhunderts alle treibhausgasneutral sein wollen und wenn es aber die Innovationen vorangehen wollen, dann müssen auch die Algorithmen auf Nachhaltigkeit setzen. Das ist kein zusätzlicher Luxus, sondern, um in der Business-Sprache zu bleiben, das verhindert Stranded Assets. Weil wenn ich in was investiere, was einfach einen wahnsinnig hohen Energieaufwand hat, dann wird das irgendwann nicht mehr nachgefragt werden. Und zwar im Leerlauf, vielfach. Ja, im Leerlauf, ja. Genau, ohne was dafür zu tun. Also es muss integraler Bestandteil werden und das jetzt rechtzeitig voranzubringen, das hilft gerade den deutschen Unternehmen, auf den internationalen Märkten dann wettbewerbsfähig zu sein, weil die Frage, wie viel Energie verbraucht wird, das ist eine Frage der Entscheidung, welches Gerät nehme ich am Ende. Und deswegen ist das, ja, das ist eine zusätzliche Belastung, aber das macht eben Unternehmen auch nachhaltiger. Sie haben schon gesagt, das sollte kein nationales Projekt bleiben, sondern ein europäisches oder sogar vielleicht noch Verbündete jenseits des Atlantiks oder so finden. Wie sind da die Signale? Die europäischen Signale sind sehr gut. Es gab ja den European Green Deal und eine Digitalagenda. Und die deutsche Frage war ja, warum denkt ihr das nicht zusammen? Das muss doch zusammen gedacht werden. Und dafür haben wir Vorschläge in unserer Präsidentschaft gemacht. Und das ist auf ganz offene Ohren gestoßen, weil das leuchtet ja sofort ein. Und die ersten Umsetzungen gibt es jetzt schon. Wir haben vorgeschlagen zum Beispiel, dass es für Batterien in Autos, also die großen für die E-Autos, dass es da einen digitalen Produktpass gibt, damit man nachvollziehen kann, was ist drin, wie kann ich es reparieren, wie kann ich es wieder auseinanderbauen, was muss ich beachten beim Recycling. Und diesen digitalen Produktpass, den gibt es jetzt, die erste Batterieverordnung, sieht genau sowas vor, dass europaweit eine Datenbank eingerichtet wird, dass das zentraleuropäisch gesteuert wird, weil das auch ein europäischer Markt ist, den wir hier haben. Und solche Dinge wirklich konkret voranzubringen, das passiert jetzt europäisch. Und das passiert natürlich auch bei uns national. Ja, neben Digitalisierung und Wasserstoff ist jetzt Elektromobilität auch schon mehrfach angeklungen. Herr Steenkamp, wir haben zwar jetzt während Corona weniger Verkehr beobachten können, auch weltweit. Gerade der Landverkehr hat abgenommen und das ist einer der größten, Beiträge zu den Emissionen. Aber trotzdem bleibt es uns wohl, werden wir wieder zurückkehren zu dem mobiler Sein. Der ÖPNV ist gerade leider der große Verlierer. Das Auto gewinnt zunehmend wieder an Attraktivität, weil sich die Menschen sicherer fühlen. Da müssen wir eben die Antriebe ändern. Herr Steenkamp, glauben Sie, Elektromobilität hilft uns und führt uns da aus der Krise? Ja, also ich selber bin schon ein großer Fan von All Electric sozusagen. Nur man muss es ja abgestuft machen. Man darf ja erstmal nicht verkennen, es gibt natürlich Millionen von Autos, die erst nochmal mit einem Verbrennungsantrieb fahren. Aber es gibt ja auch hier Möglichkeiten. Also wenn man das mal perspektivisch sieht, dann wird uns natürlich der Lithium-Ionen-Akkumulator erstmal dahin bringen, dass wir einen deutlich höheren Anteil an E-Fahrzeugen haben. Man sieht es ja auch an den Zulassungszahlen, die jetzt sich deutlich doch verändert haben, über die vergangenen 12 Monate in Richtung E-Mobilität.
Wir sehen es aber auch daran, dass natürlich immer mehr Experimente gewagt werden, so sage ich mal, Wasserstoffauto, ja, entweder mit Wasserstoffkolbenmotor, also mit einem echten Gasmotor, das erlebt gerade wieder ein Revival. Also wir haben als TÜV Nord selber eine Firma, die Gasmotoren entwickelt. Das ist ein Engineering-Projekt, also die macht das theoretisch und entwickelt dann Prototypen. Wir haben natürlich aber auch die Brennstoffzelle, also Wasserstoff dann eben wieder umgewandelt in elektrische Energie und das dann in E-Motoren entsprechend umgesetzt. Aber das sind natürlich alles Themen, die brauchen. Und man muss natürlich auch immer betrachten, auch ein E-Fahrzeug hat natürlich einen CO2-Footprint. Das kommt natürlich nicht umsonst. Ich muss teilweise hohe Energien aufbringen, um Batterien zu fertigen. Diese Batterien enthalten auch keinen unerheblichen Anteil an seltenen Rohstoffen. Natürlich Lithium allem vorangestellt, aber auch Graphit ist da ein großes Thema für die Anoden, was aus Minen gewonnen wird, teilweise auch nicht unter ganz menschengerechten Verhältnissen, ich nenne das mal so. Und ich selber bin eigentlich ein großer Fan davon, noch mehr Forschungsarbeit darin zu investieren, einfach zu substituierenden Materialien zu kommen, dass man eben wegkommt jetzt von einer reinen Lithium-Ionen-Batterie eben hin zu beispielsweise anderen Metallen. Natrium wäre eben ein Beispiel oder die sogenannte ASS, die All-Solid-State-Batterie, wo man aber eben ohne Polymermasse auskommt und damit man noch eine höhere Energiedichte erzeugen kann, weil man kompakter bauen kann. Also Sie merken, ich bin natürlich schon so ein Technologieanhänger und da können uns eben gerade die deutschen Forschungseinrichtungen und Institutionen, ich will nicht immer Fraunhofer nennen, aber auch die sind da ganz vorne mit dabei, die können uns natürlich helfen, auch hier eigentlich als Autonation Nummer eins wirklich wieder in eine technologische Vorrangstellung zu kommen. Aber das heißt, Sie sagen im Pkw-Bereich reine batterieelektrische Mobilität, das würden Sie nicht forcieren, sondern weiterhin also sich in die Dinge. Also ich denke, das Auto der Zukunft wird rein elektrisch fahren. Es ist eben nur die Frage, kommt die elektrische Energie aus einer Batterie oder kommt sie aus einer Brennstoffzelle? Das sehe ich perspektivisch. Aus der Autoindustrie und auch von den Grünen wünscht man sich ja ein klares Signal Richtung Batterie, elektrischen Antrieben im Pkw-Bereich. Frau Schulze, kommt sowas irgendwann? Ja, aber das ist doch schon durch. Also wenn man sich das im internationalen Vergleich anguckt, dann ist klar, dass der Verbrenner ein Auslaufmodell ist. Wie schnell das jetzt geht, hängt davon ab, wie schnell die Produktion von E-Fahrzeugen, gerade für den Pkw-Bereich, aber hochgefahren wird. Aber die Brennstoffzelle. Ja, aber also sie ist auf dem Markt im Moment nicht erhältlich. Das ist für LKWs, wird es wahrscheinlich in absehbarer Zeit kommen. Aber das, was erhältlich ist, was auf dem Markt kaufbar ist, was man wirklich als Privatperson erwerben kann, das sind im Moment E-Fahrzeuge. Die haben auch mit dem Strommix in Deutschland eine gute Bilanz, jedenfalls deutlich besser als ein Verbrenner. Kann man sich also auch unter Umweltgesichtspunkten ist es heute schon besser, ein E-Fahrzeug zu fahren. Und deswegen glaube ich, der Markt wird erstmal auf E-Fahrzeuge setzen. Sieht man ja auch international. Ich meine, 2/3 der Autos, die wir produzieren, werden nicht in Deutschland sozusagen verkauft, sondern auf den internationalen Märkten. Und die sind alle inzwischen auf E-Fahrzeuge ausgerichtet. Deswegen halte ich die Diskussion um Enddatum für Verbrenner, da sind wir schon längst drüber hinweg. Die Frage ist, wie schnell schafft man es jetzt wirklich alternative Batterien hochzufahren? Wie schnell schaffen wir es, die Produkte, die in den Batterien sind, im Kreislauf zu führen? Also das muss sehr schnell jetzt hochgefahren werden. Da sind wir in Deutschland ganz gut dabei, aber es muss uns natürlich international auch gelingen. Das nutzt ja nichts, das hier nur bei uns zu haben. Ja. Und wie finden Sie die international Verbündeten? Na, das funktioniert europäisch im Moment ganz gut. Ich habe ja dieses Batteriegesetz eben schon genannt. Wenn man sich das in den USA, in China anguckt, ist dort die Entscheidung auch gefallen, elektrisch sich fortzubewegen. Wofür wir noch Lösungen brauchen, ist, wie geht das mit Schwerlastverkehr? Und vor allen Dingen, wie geht es mit dem Fliegen und der Schifffahrt? Das ist nicht so ganz einfach. Ich glaube, dass wir gerade beim Fliegen auf synthetische Kerosine, E-Fuels angewiesen sein werden.
Da haben wir noch keinerlei Produktion, die Industriemaßstäbe hat. Wir brauchen es aber relativ schnell und da werden wir jetzt ja über die RED2-Richtlinie, eine Richtlinie, die regelt, wie viel erneuerbare Energien man im Verkehr hat, in der Umsetzung in Deutschland, die habe ich ja jetzt vorgelegt, werden wir das erste Mal Quoten haben für den Flugverkehr. Das heißt, wir werden das erste Mal solche Kraftstoffe im Industriemaßstab produzieren und die Produktion überhaupt hochfahren, weil wir eine garantierte Abnahme haben. Es muss 2% beigemischt werden beim Flugverkehr. Das ist technisch ohne Probleme möglich heute. Und mit dieser garantierten Abnahme wird auch endlich die Produktion hochgefahren. Ja, und da unterstützen wir auch. Und das halte ich für einen Bereich, über den wir wenig reden, der aber wirklich wichtig ist. Der gesamte Verkehr muss CO2-frei werden. Ja. Also wenn Sie das jetzt nicht gebracht hätten, dann hätte ich das nochmal gebracht, weil das Thema E-Fuels, das ist in der Tat eine eher noch unterbelichtete Diskussion, die man auch durchaus in der Bevölkerung sieht, in der Presse sieht, aber auch in der Politik sieht, weil wir müssen einfach bedenken, eine typische Nutzungsdauer für einen Pkw liegt vielleicht im Bereich von 15 Jahren und je schneller wir in das Thema auch E-Fuels reinkommen, umso eher hat man natürlich auch die Möglichkeit, noch einen bestehenden Fuhrpark letztendlich deutlich CO2-Footprint reduzierter. Und die Quoten im Moment, also man kann bei Diesel über 20%, 24% beimischen, werden überhaupt nicht ausgenutzt, weil es gibt keine Produktion. Und es ist einfach, es müsste ja grüner Strom sein, der kommt. Und wir brauchen einfach sehr viel erneuerbare Energien dafür. Und da läuft der Ausbau nicht schnell genug. Deswegen dränge ich also darauf, mehr Ausbau zu machen. Ich glaube, bei Pkw ist es einfach vom Umrechenfaktor her ist es nicht effizient. Ja? Man braucht für synthetische Kraftstoffe, für die gleiche Fahrleistung, die ein E-Fahrzeug bringt und eins mit synthetischen Kraftstoffen, je nach Rechenart 5 bis 7 Mal mehr Windanlagen. Ja? Also wo ich mit einer Windanlage ein normales E-Auto fahre, brauche ich 5 bis 7 für synthetische Kraftstoffe. Da müssen wir also die erneuerbaren Energien noch mal weiter hochfahren, weil die Vorstellung... Und wir kriegen es ja auch nicht von woanders. Es gibt noch keine Pipelines, es gibt keine Schiffe, die es im Moment produzieren können oder transportieren können. Deswegen werden wir wohl erstmal Effizienz nach vorne setzen, also PKWs eher mit Strom, aber Schwerlastverkehr, Fliegen, Schifffahrt, Stahlindustrie, um in dem Beispiel vom Anfang zu bleiben, die sind auf Wasserstoff, auf PTX dann eben angewiesen. Wasserstoff, jetzt kommen wir endlich zu dem Thema, was Sie schon oft angespielt haben. Ist ja auch ein Thema, was sehr polarisiert. Die einen sehen darin das Öl der Energiewende, die anderen eher den Champagner der Energiewende. Herr Steenkamp, Sie sind ja ziemlicher Wasserstoff-Fan, wie Sie schon haben durchblicken lassen. Ist das die Allzweckwaffe in der Energiewende? Nein, ich würde es nicht als Waffe bezeichnen, vielleicht mal perspektivisch eher als Segen. Man muss sich ja immer klar machen, Wasserstoff ist ja eigentlich so mit das trivialste Gas, was wir nun mal haben, aus dem Periodensystem abgeleitet. Ich weiß, als TÜV-Unternehmen gehen wir schon seit Dekaden mit Wasserstoff um. Das findet ja vielfach in der Industrie schon seit vielen Jahrzehnten Anwendung. Stadtgas haben wir ja eben schon mal genannt, früher aus der Kohlevergasung 51% Wasserstoffanteil. Nur, es ist ja so, wir haben ja verschiedenste Wege, die wir jetzt aufzeigen müssen, wie man eben Wasserstoff zu einem wirklich brauchbaren Energieträger macht. Dazu ist auch Förderung notwendig, dass, wie Sie sagen, erstmal skalierbare Projekte entstehen. Bei uns als TÜV-Unternehmen ist eigentlich erstmal das Bestreben, ein breites Vertrauen und auch ein Zutrauen in Wasserstoff als Technologie zu bringen, weil der Wasserstoff ist schon nicht so ganz trivial von der Handhabung her. Klar, es ist ein extrem entzündliches Gas in ungeeigneten Umgebungsbedingungen, sehr schnell entflammbar. Es ist ein sehr leicht flüchtiges Gas, weil es eben mikrokleine Moleküle sind, ganz anders jetzt als ein Methanmolekül beispielsweise. Es diffundiert gern überall durch. Und dort, wo es zum Einsatz kommt, hat man mit sehr hohen Drücken zu tun. Ich erinnere nur an eine Wasserstofftankstelle. Da ist der Wasserstoff beispielsweise minus 40 Grad kalt
Und in Norwegen gab es, glaube ich, schon ein Unglück, ne? Ja, man presst den halt mit etwa 700 Bar in einen Tank rein. Und ein LKW-Reifen hat vielleicht 7 Bar. Mhm. Wir wissen, wie sich das anhört, wenn so ein Reifen platzt. Da können Sie sich vorstellen, was bei der hundertfachen Druckbelastung dort für Kräfte auch auftreten. Also man muss das wirklich umsichtig machen. Da gehört Ingenieur-Tiefverständnis dazu. Man kann das technologisch kontrollieren. Das hat man schon über Jahrzehnte nachgewiesen. Aber das müssen wir jetzt sukzessive einfach in die Breite tragen, sodass auch das Zutrauen entsteht, dass diese Technologie sicher einsetzbar ist. Ja, wir müssen es vor allen Dingen ja auch in einem Industriemaßstab tun. Im Moment haben wir skalierbar. Ja, skalierbar, ja. Weil alle wollen gerne Wasserstoff einsetzen, aber wir haben ja im Moment noch gar nicht so viel. Deswegen ist es ja noch ein rares Gut, demzufolge auch entsprechend kostspielig. Ja. Und damit es breiter angewendet werden kann, muss man einfach mehr Masse herstellen, um es dann eben auch günstiger zu kriegen. Und deswegen haben wir ja als Bundesregierung auch diese nationale Wasserstoffstrategie nach vorne gebracht, diese ganzen Förderprogramme, die wir jetzt haben, weil jetzt der nächste Schritt muss einfach passieren. Und das passiert ja nicht im Moment, weil die einen sagen, okay, ich habe nicht genug Nachfrage, um große Produktion zu machen. Und die es brauchen, die sagen, ja, es gibt ja keine große Produktion, wie soll ich es bei mir einsetzen? Und um das zu durchbrechen, dieses Henne-Ei-Problem, müssen wir jetzt sichere Nachfrage schaffen. Das haben wir jetzt zum Beispiel mit meiner Richtlinie da gemacht für Flugbenzin. Aber wir müssen auch die industrielle Produktion hochfahren. Und die muss natürlich sicher sein. Und das kann man, also wir sind in Deutschland dazu in der Lage. Wir haben alles technische Know-how, was man dafür braucht. Mhm. Wir können das technisch hinbekommen. Es muss nur jetzt auch passieren. Und es muss wirklich in großskaligen Maßstab passieren. Also wir können nicht darauf warten, dass andere das für uns tun, ja, dass das irgendwo anders herkommt. Ja. Wir müssen es schon selber auch zeigen, dass das geht. Ja, und wir sind ja auch ein sehr sicherheitsbewusstes Volk, ich sage das mal so. Ja. Und es würde ein Unglück reichen, um dann wieder eigentlich Jahre zu brauchen, um das Vertrauen zurückzugewinnen. Darum, wir haben es zum Beispiel sehr bedauert jetzt als TÜV-Verband, dass wir nicht Teil des Wasserstoffrats der Bundesrepublik sind, weil wir sehen da Sicherheit eigentlich so gar nicht wirklich vertreten und hätten da gerne auch eine Stimme an der Stelle. Vielleicht kann man da zukünftig nochmal drüber nachdenken. Aber ich glaube, es ist jetzt schon wichtig, dass wir diese Flagship-Projekte in Gang bringen, dass wir Elektrolyseur-Projekte installieren, Sie haben genannt Stichwort Stahlindustrie, da gibt es ja schon namhafte Beispiele, wo man eben den Koks letztendlich substituiert durch die Wasserstoffreduktion von Eisenerz, alles hochspannende, interessante Themen und die sind ja jetzt auch in der Umsetzung begriffen. Mhm, ja. 9 Milliarden Euro sollen es insgesamt sein, die investiert werden. Es geht ja auch immer darum, der Wasserstoff muss grün sein, damit er der Energiewende dient. Sie haben schon angesprochen, hierzulande haben wir noch gar nicht so viel Produktion. Wahrscheinlich müssen wir auch Wasserstoff importieren. Wie können wir da sicherstellen, dass er grün ist? Naja, Wasserstoff hat ja in Wirklichkeit gar keine Farbe. Also es wird sich niemand an der Grenze hinstellen können und sagen können, welche Farbe hat der Wasserstoff. Aber für die ganze Frage CO2-frei produzieren, macht es am Ende nur Sinn, wenn wir wirklich grünen Wasserstoff haben. Wir werden Übergang jetzt sehen. Also in der Stahlindustrie sieht man, dass ein Übergang zum Beispiel Gas ist. Deswegen brauchen wir auch noch Gas. Also alle, die glauben, man könne jetzt aus Kohle, aus Atomen, aus Gas alles gleichzeitig aussteigen. Nee, das geht nicht. Gerade für die Industrie ist Gas zum Beispiel ein Übergang. Also man verwendet erst Gas und dann eben Wasserstoff, um die Produktion CO2-frei zu machen. Mhm. Und also die Strategie muss auf grünen Wasserstoff gehen. Im Übergang sehen wir blauen, grauen und alle möglichen Farben, türkisen. Ja. So. Die ganze Farbpalette. Die ganze Farbpalette. Ja. Aber klar ist, man braucht dafür am Ende, wenn es also dem Ziel dienen soll, Treibhausgasneutralität, muss es CO2-freier Wasserstoff sein in der Produktion. In Deutschland gibt es wenig Akzeptanz dafür, das CO2 abzuscheiden und irgendwo unter die Erde zu pressen. Das ist die Diskussion, werden wir wahrscheinlich in ein paar Jahren führen über Carbon Catcher, also CO2 abzuscheiden, aber nur für ganz kleine Bereiche, also wo es gar nicht sich mehr vermeiden lässt. Ja. Und für Wasserstoff müssen wir wirklich zeigen, wie das mit erneuerbarer Energie geht. Transport ist gar nicht so trivial. Es gibt noch keine wirklichen
Pipelines, es gibt noch keine Schiffe, nichts, was das wirklich gut transportieren kann. Und deswegen müssen wir auch hier in Deutschland zeigen, dass wir das können. Deswegen will ich, also dränge ich so darauf, dass wir den Pfad, wie viel erneuerbare Energie brauchen wir, dass wir schneller mehr erneuerbare Energien auf den Weg bringen, weil wir werden mehr brauchen. Wenn die Industrie umstellt auf strombasierte Lösungen, das wollen wir ja, dann werden wir weitaus mehr Menge brauchen, als wir das heute sehen. Das heißt, den Großteil möchten Sie in Deutschland herstellen? Und naja, wir machen ja auch den Großteil jetzt unserer Versorgung. Mit Strom machen wir, können wir selber, aber mit Wärme, mit Energie werden wir weiterhin auch auf Importe angewiesen sein. Das Hochfahren ist jetzt so zentral, dass das schnell geht, dass wir schnell die richtigen Pfade einschlagen, weil ein Stahlwerk umbauen, ja, mindestens 10 Jahre, 15 Jahre, bis ein Stahlwerk umgebaut ist, ja, oder eine chemische Industrie CO2-frei machen. Das geht ja alles nicht von heute auf morgen und deswegen muss der Start jetzt richtig sitzen, man muss auf die richtigen Technologien setzen, die Ausbaupfade klar haben, damit wir das Ziel Treibhausgasneutralität wirklich erreichen können. Und da brauchen die Unternehmen, aber das können Sie viel besser sagen, die Unternehmen brauchen Verlässlichkeit in dem Pfad. Sie brauchen Verlässlichkeit, dass sie an den grünen Strom rankommen. Sie brauchen Verlässlichkeit, dass das so bleibt, dass wir das mit der CO2-Freiheit wirklich ernst nehmen. Und diese Verlässlichkeit ist, glaube ich, das, was die entscheidende Währung im Moment ist. Ja. Ja, Herr Stemkönig, was braucht die Industrie, um dann nicht so loszustolpern, sondern wirklich um einen Sprint hinzulegen? Ich glaube, Frau Schulze, Sie haben da schon ein paar ganz entscheidende Stichworte genannt. Ich glaube, man braucht erstmal Technologieoffenheit. Weil man darf da jetzt nicht fatalistisch rangehen und sagen, wir lassen jetzt nur grünen Wasserstoff zu in dieser Hochlaufphase, weil es wird definitiv eine Übergangsphase geben. Können Sie dafür einen Zeitraum nennen für diese Übergangsphase? Nein, das vermag ich jetzt nicht zu sagen. Ich glaube, dazu fehlen vielfach auch noch die Randbedingungen, um das wirklich so genau vorhersagen zu können. Es gibt ja im Moment noch viele Diskussionen. Also wer darf überhaupt produzieren? Derjenige, der produziert, darf dann aber nicht transportieren. Stichwort Bundesnetzagentur. Ja. Dann gibt es ja Diskussionen, dürfen Stadtwerke jetzt daran beteiligt werden? Oder trennt man eigentlich den Wasserstoff vom ursprünglichen Gasbegriff ab? Da gibt es ja auch politische Diskussionen. Also ich glaube, zumindest ich vermag heute nicht zu sagen, wann das jetzt genau gelöst sein wird. Wichtig ist aber, glaube ich, dass man hier schon klare Randbedingungen schafft, indem man auch irgendwie festschreibt, Elektrolyseure sollen jetzt bei uns entstehen und nicht im Ausland. Und ich muss eine Entscheidung treffen, führe ich dann den Strom von außen ran, also beispielsweise Photovoltaik aus Südeuropa oder Windstrom aus Nordeuropa, um dann die Elektrolyseure hier zu betreiben? Oder will ich die dann eher am Entstehungsort der Energie haben und brauche halt Pipelines, die in irgendeiner Form den Wasserstoff hierher transportieren, mit allen Problemen und Schwierigkeiten, die damit verbunden sein werden? Aber also das heißt sind schon ja, viele aber das heißt ja, Parameter noch offen. Im Grunde genommen, wer heute Politik gegen erneuerbare Energien macht, und das erlebe ich an viel zu vielen Stellen noch, der macht Politik gegen die Industrie und gegen die Interessen, die wir hier in Deutschland haben. Weil jedenfalls mein Interesse als Bundesministerin ist es, ich will Industrie hier in Deutschland halten. Ich möchte nicht, dass die nach Saudi-Arabien, nach Spanien oder nach Portugal gehen. Bei aller Zuneigung zu den Kollegen dort möchte ich die Industrie und die Arbeitsplätze hier behalten. Also das ist jedenfalls mein Anliegen. Mhm. Und das heißt, ich möchte, dass wir hier so viel erneuerbare Energien wie möglich aufbauen, damit die Arbeitsplätze hier bleiben. Ich sehe das ja bei Tesla, die sind ja nicht umsonst nach Brandenburg gegangen. Die sind nach Brandenburg gegangen, weil dort 120% erneuerbare Energien in dem Bundesland ist und sie sicher sein können, sie kriegen Strom aus Erneuerbaren. Also das wird jetzt schon immer stärker Thema und Länder, die sich davon abkoppeln, und wir haben Bundesländer, die sich abkoppeln, die immer noch nicht auf Erneuerbare setzen, die gehen sehenden Auges die Gefahr ein, dass die Unternehmen dahin gehen, wo der Strom ist. Das war früher mein Heimatland, unser Heimatland Nordrhein-Westfalen. Aber wenn wir nicht in Nordrhein-Westfalen besser werden beim Ausbau der Erneuerbaren, ist das ernsthaft in Gefahr. Und das ist was, wo
wo mir das Denken einfach Sorge macht. Ja? Erneuerbare werden immer noch so als Belastung gesehen. Das ist immer noch so die Vorstellung da, ach wie früher, da sind so ein paar große Kraftwerke, da sind nur wenige mit belastet. Nee, die Energiewelt der Zukunft, die findet auf unser aller Hausdächer statt, die muss ja, überall sein. Ja, und es ist ein Wettbewerbsvorteil. Ja, und es ist ein Wettbewerbsvorteil. Wer das ermöglicht, der hat Vorteile und nicht Nachteile. Und das wird mir, also mir wird erneuerbare Energie immer noch viel zu sehr aus dieser Richtung diskutiert. Ja, das also Belastung oder Schwierigkeiten und wenig aus der Idee, da sind riesige Chancen mit verbunden und wir wollen die Bürgerinnen und Bürger zum Teil so einer Energiewende machen. Sie sollen partizipieren können, sie sollen mitmachen können. Das so dieser Gedanke, dass das ein Gemeinschaftsprojekt ist, ich glaube, da müssten wir noch viel mehr drüber reden. Was glauben Sie, was braucht die Wirtschaft und die Industrie, um das, die Chancen zu sehen und zu ergreifen? Ja, ich denke, sie braucht zunächst mal gute, durchdachte politische Ansätze. Sie braucht vielleicht auch Regulierung in dem Bereich. Ich glaube, dass nicht alles auf freiwilliger Basis und durch das freie Spiel der Kräfte am Markt sich regeln wird, weil das Ganze darf man ja nicht nur auf Deutschland bezogen denken, sondern man muss ja mindestens europäisch, wenn nicht eigentlich international oder global denken. Es gibt unterschiedliche politische Systeme, die dort natürlich eingreifen und mit gänzlich anderen Ansätzen an das Thema herangehen. Und ich finde, also wir aus Deutschland heraus müssen einfach unser Wissen, unser Ingenieur, unser Wissenschaftlertum nutzen, um uns hier wieder wirklich an die Vorderfront der technologischen Entwicklung für erneuerbare Energien zu setzen. Und wir müssen auch irgendwo einen europäischen Gedanken weitertreiben, weil letztendlich, sag mal, ist dieses System dann irgendwann gegliedert in drei große Blöcke mit China, USA und Europa. Und da müssen wir einfach gucken, wie wir unsere Stakes setzen. Ich bin da immer noch sehr zuversichtlich, dass uns das gelingen kann. Aber die Maschinerie läuft natürlich. Und von daher finde ich das gut und wichtig, dass wir einfach Politiker haben, die auch dort schnelle Entscheidungen treffen können. Ich kann mir das sehr komplex vorstellen, Frau Schulze, in Brüssel Dinge überhaupt zur Umsetzung zu bringen. Ich finde das gut, dass Sie das vielleicht oder meinen Kommentar kritisch sehen. Das gibt mir ja noch mehr Hoffnung. Aber das ist schon eine große Maschinerie, die man da mit den Mitgliedstaaten der EU letztendlich von den Vektorpfeilen her in eine Richtung ausrichten muss. Ja, wir sind aber ja in Brüssel wirklich gute Stücke vorangekommen. Also nicht nur Pariser Klimaschutzabkommen, sondern dass wir jetzt gesagt haben, wir wollen gemeinsam unser Klimaziel erhöhen. Wir gehen von 40% minus sozusagen in 2030 auf mindestens minus 55%. Und dass es diese Einigung gab, obwohl die Staaten so unterschiedliche Startbedingungen haben. Natürlich spielt erneuerbare Energie in Portugal eine ganz andere Rolle als in Polen. Ja? Also das sind schon unterschiedliche Startbedingungen. Natürlich ist es gerade für die Oststaaten, wo wir teilweise noch Energiearmut haben, also noch gar nicht alle ans Netz angeschlossen sind, eine Riesenfrage, mehr Energie zu haben. So, wir haben es trotzdem zusammengebracht und gehen jetzt in die ganz konkreten Debatten. Wie machen wir es denn? Also ich glaube, Europa ist da Teil der Lösung, weil das sozusagen der Raum ist, in dem wir in Wirklichkeit leben. Wir sind gar nicht in Nationalstaaten. Unser Markt ist nicht mehr national, sondern ist viel stärker international, europäisch. Wir Deutschen sind überall sozusagen mit unseren Produkten vertreten und wir müssen auch ein Interesse haben, das europäisch voranzubringen. Ja, das ist nicht einfach, aber ich meine, einfach ist schon nicht, wenn man zu zweit ist. Und deswegen muss man, glaube ich, dieses europäische Projekt weiter vorantreiben. Das ist gerade für uns enorm wichtig. Und wir schaffen es ja immer wieder, Lösungen hinzubekommen. Einfach, klar, nicht einfach, aber es ist möglich. Und wir bringen damit auch wirklich was voran. Ja, ich glaube, es ist klar geworden, dass wir in den kommenden Jahren auf jeden Fall vor großen Aufgaben stehen. Und auch die kommenden Jahre werden über Erfolg und Misserfolg entscheiden, ob wir diese Transformation hinbekommen oder nicht. Da hätte ich nochmal die Frage an Sie gegenseitig. Wo sehen Sie denn genau die Rolle der Politik, Herr Steenkamp? Und wo sehen Sie die Rolle der Industrie? Da können Sie mal gegenseitig sich quasi die Jobbeschreibung geben. Ja. Jetzt. Also, wenn ich starten darf, danke. Also ich sehe es ja immer so, also Politik
muss für mich gute Rahmenbedingungen schaffen, weil, sag mal, wir setzen ja letztendlich sehr, sehr viel Steuern um. Die Unternehmen generieren Wertschöpfung und die haben, finde ich, auch ein Anrecht darauf, irgendwie ihre Zukunft mitgestaltet zu bekommen durch gute Politik. Ich selber bin schon ein bisschen Anhänger auch der sozialen Marktwirtschaft, da spreche ich mal für mich persönlich. Und es muss auch ein freies Spiel der Kräfte geben und Politik eigentlich, ich sag mal, so viel wie nötig. Der Markt muss auch was selber letztendlich regulieren. Aber die Anstrengungen, die jetzt anstehen, die sind so groß und die Transformation, die wird so immens sein. Wir erleben es ja bei der Digitalisierung. Wir haben jetzt das Thema Wasserstoff sehr stark nochmal unterstrichen. Also ich wünsche mir einfach eine Politik, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, die klare Stoßrichtungen erkennt, die sich auch nicht zerfaselt in zu viele mögliche technologische Richtungen. Das wird der Markt dann schon für sich selber regeln und entscheiden. Also ich wünsche mir, dass wir hier mit noch mehr Pace, mit noch mehr Geschwindigkeit weiter nach vorne marschieren. Ich denke, mit Wasserstoff haben wir jetzt nochmal ein absolutes Beispiel, wo wir zeigen können, was wir eigentlich in der Lage sind zu leisten als Europa. Und ich werde mich freuen, wenn wir als TÜV-Unternehmen unseren Beitrag, insbesondere natürlich zum Thema Sicherheit und breite Akzeptanz dazu leisten können. Und wo sehen Sie die Rolle? Sie haben gerade schon Angebot bekommen, Beitrag zur Akzeptanz von Wasserstoff, der ist Ihnen sicher? Absolut. Ja, ich sehe die Rolle in der Industrie vor allen Dingen darin, Innovationstreiber zu sein. Wir wissen heute noch nicht alle Lösungen, die wir für die Zukunft brauchen. Und die Industrie muss mithelfen, Lösungen zu finden, Lösungen voranzutreiben, Lösungen marktfähig zu machen, die uns dann bei dieser ganzen Transformation helfen. Und was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir nicht nur über die Schwierigkeiten reden, das machen wir in ganz vielen Gesprächen, sondern dass wir auch mal über die Chancen reden. Wir können mit neuen Technologien das Leben deutlich besser machen. Wir können in den Städten dafür sorgen, dass der Verkehr leiser ist, dass die Wärmeversorgung sicher funktioniert, dass die Städte der Zukunft lebenswert sind, weil sie mehr Grün haben, weil wir Wasserversorgung ganz anders sicherstellen können. Wir können im ländlichen Raum dafür sorgen, dass mithilfe der Digitalisierung Elektromobilität ganz anders erreichbar ist, mit Digitalisierung neue Möglichkeiten des Lebens und Arbeitens im ländlichen Raum schaffen. Und diese Zukunftsbilder, dieses auch ein bisschen mal darüber reden, was motiviert uns eigentlich? Wo wollen wir dahin? Was sind denn die positiven Visionen? Das fehlt mir im Moment. Wir reden zu viel über die Schwierigkeiten des nächsten Schrittes, ohne die Vision zu haben, wo wir dahin wollen. Ich habe das mal Wirtschaft Wunder genannt, also in Anlehnung an das Wirtschaftswunder, dass wir auch diese Bilder nochmal klarer mitdiskutieren und mit sozusagen darüber reden, weil Menschen brauchen doch auch Motivation. Wir wollen doch nicht nur darüber reden, was schwierig ist, sondern auch, wofür es sich lohnt, sich zu engagieren, warum man jetzt die ganzen Anstrengungen unternimmt. Und ich glaube, wenn die Industrie mithilft, auch positive Zukunftsbilder zu malen, dann motiviert es alle, nochmal eine Schippe draufzulegen und was mehr zu tun. Ja, bevor ich Sie jetzt beide dann entlasse und auch die Zuschauerinnen und Zuschauer entlasse, Sie sprachen schon von Visionen, Frau Schulze. Wenn Sie jetzt die Gelegenheit haben, in 5 Jahren, was für eine Vision zeichnen Sie da? Wo stehen wir da in dem ganzen Feld Klimaschutz? Also ich glaube, dass wir in 5 Jahren einen deutlichen Schritt weiter sind, weil wir haben ja jetzt das Klimaschutzgesetz. Einmal im Jahr machen wir eine Evaluation, wo stehen wir, erreichen wir unseren Klimapfad wirklich? Und wenn nicht, dann muss nachgesteuert werden. Und endlich ist es nicht mehr so, dass dafür nur die Klimaschutzministerin verantwortlich ist, sondern der Verkehrsminister, der Wirtschaftsminister, die Landwirtschaftsministerin, der Bauminister. Das sind alles jetzt Klimaschutzministerinnen und Minister und alle müssen mithelfen, dieses Ziel zu erreichen. Ich glaube, dass das uns wirklich einen ganzen Schritt vorwärts bringt und mehr sozusagen Innovation, mehr Motivation auch auslöst. Und wenn wir es schaffen, das, was Olaf Scholz immer so schön Zukunftsmissionen nennt, also gemeinsam als Regierung
sowas voranzutreiben wie die Energiewende, wie die Verkehrswende, wie die Veränderung unseres Gesundheitssystems, wie die Digitalisierung, dass wir dann auch deutlich erfolgreicher sind. Und da sehe ich uns in 5 Jahren ganze Schritte vorangekommen zu sein, weil endlich begriffen wurde, wir brauchen diese zentralen Zukunftsmissionen. Wir müssen alle gemeinsam jetzt daran arbeiten, um das auch hinzubekommen, was wir an Herausforderungen vor uns sehen. Herr Steenkamp, und Sie zum Schluss, wo stehen wir in 5 Jahren? Ja, also ich würde gerne nochmal auf einen Aspekt dabei fokussieren, den wir heute gar nicht so richtig benannt haben, der, glaube ich, aber alles relativ gut miteinander verbindet. Also wir auch als Verband, wir hatten eigentlich die Hoffnung, dass die Digitalisierung wirklich dazu verhelfen kann, wegzukommen von der Überproduktion, dem Überangebot hin zu einem On-Demand, ja, dass ich also durch das Hilfsmittel der Digitalisierung, indem ich eben individualisiert bestelle, indem ich individualisiert fertigen kann, über 3D-Druck beispielsweise, dazu komme, dass ich diese ganzen Wenden, ja, Verkehrswende, Gesundheitswende, Nahrungs- oder Foodwende, dass ich die mit Digitalisierung wirklich umsetzen kann. Und dazu gehört natürlich auch die Nachhaltigkeitswende, weil Digitalisierung, wenn Sie über Connected Mobility reden, wenn Sie über das ganze Thema der Grid-Steuerung und viele, viele Aspekte reden, Sie haben eigentlich immer die Digitalisierung mit im Zentrum. Und ich finde, dieser Gedanke, der ist so über die letzten 2 Jahre ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Und ich finde, den müsste man nochmal revitalisieren. Ja, und das wäre eigentlich so meine Vision für die nächsten 5 Jahre, dass man nochmal deutlich mehr wieder versteht, ein Augenmerk darauf zu legen, wie kann ich Digitalisierung nutzen, um wegzukommen von diesem der Überproduktion und dem Überangebot hin zu einem wirklichen On-Demand-Bedarf. Das wäre so meine Vision. Noch ein neuer Gedanke, den Sie uns allen dann mit in den Feierabend geben. Das war doch der Auftrag, den Sie am Anfang gestellt haben. Das stimmt, den haben Sie beide erfüllt. Ja, vielen, vielen Dank. Und damit können wir dann jetzt in den Feierabend starten und das tun hoffentlich auch die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich glaube, es ist klar geworden, dass es noch viele Fragen gibt, die es zu klären gilt, dass der Wasserstoff-Hype konkret umgesetzt werden muss, dass die Projektdigitalisierung in die richtigen Bahnen geleitet werden muss. Und das ist bestimmt noch eine Aufgabe, mit der die nächste Bundesregierung viel zu tun hat. Ja. In dem Sinne wünsche ich uns allen und Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank. Wir bedanken uns. Danke.